Dich, oder? Ja. Hier gibt's so viele von diesen Kristallen, dass man geradezu über sie stolpert. Einige von denen sind riesig. Wie entstehen sie? Absolut keine Ahnung. Aber ich sag dir was. Dieser Ort knistert vor Bioenergie. Und das bedeutet, dass die Monster hier alle härter als Nova-Kristalle sind. Admiral, eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Und zwar? Warum hat der Sura Magdaros einen Tunnel hierher gegraben, statt einfach im Tal zu sterben? Hat ihn irgendetwas hergelockt? Wer weiß, Kleine. Aber einen Anhaltspunkt haben wir. Der Nergigante. Sie haben recht. Der Nergigante und der Sura Magdaros. Wir haben sie immer zusammen gesehen. Er muss einen Grund gehabt haben, herzukommen. Ja, und nicht nur er. Fakt ist, dass sich hier drin viele mächtige Monster verkrochen haben. Wir müssen sie nacheinander aufspüren. Und vielleicht ergibt sich dann ein Muster. Stimmt. Klar stimmt das. Los, macht euch bereit. Startklar! Gut, du bist bereit. Passt gut auf, wir machen Folgendes. Es ist total einfach. Zuerst machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Heimat der Ältesten. Dann studieren wir die Monster, die dort leben. Und zum Schluss suchen wir Nergigantische Spuren. Einfach, oder? Spazieren, studieren, suchen. Einverstanden? Natürlich bist du einverstanden. Auf geht's. Und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Monster Hunter World. Weiter geht's. Das Tutorial brauchen wir nicht. Wir sind jetzt im ewigen Strom jetzt angekommen. Alles Sinn. Einem neuen. Setzt die Beine in Bewegung. Ihr habt Monster zu jagen. Einem neuen Gebiet im Endgame von Monster Hunter World. Wir nähern uns, glaube ich, immer weiter dem Ende des Spiels an. Und wir müssen jetzt erstmal Spuren finden. Und uns hier einfach mal ein bisschen umschauen. Und immer in einem neuen Gebiet, ich nehme alles mit. Zum Beispiel diesen Käfer da. Alles einfach mitnehmen. Jetzt habe ich eine Angelrute. Nee, ich brauche noch den Fangkäfer. Genau, das Fangnetz. Wo ist der denn jetzt hin, der Käfer? Da. Immer alles mitnehmen. Neues Gebiet heißt, neue Vegetation, neue Flora, neue Fauna. Und damit natürlich alles, was man mitnehmen kann, befriedigt in der Sammellust von Monster Hunter World oder allgemein der Monster Hunter Serie. Und ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Jeden Strauch, jede Beeren, jeden Stein, jedes Insekt. Und da haben wir auch schon die ersten blauen Nergigante-Spuren. Da! Die Fährte des Nergigante! Ja. Werd die Fährte weiterverfolgen. Ich finde diese Stein... Oh, was passiert jetzt? Ist das ein Uragan? Wie ich sagte. Wir haben schon die Knochenentwicklung dieses Monsters bereits gefunden. Nämlich in dem anderen vorherigen Gebiet. Der Uragan ist der Klassiker dieses Monsters, denn ist quasi den gab es schon in früheren Monsterdateien. Aber wir werden den jetzt gar nicht bekämpfen, weil wir ihn gar nicht bekämpfen müssen. Wir müssen ihn nicht töten, nicht fangen, nichts dergleichen. Wir müssen ja eigentlich hier nur ein bisschen erkunden und suchen. Und daher hoffe ich mal, dass er uns nicht weiter verfolgen und bei der Suche und Erkundung stören wird, während ich alles mitnehme. Aber es scheint mir so, als verfolgt er uns und ist mir direkt auf den Fersen und zertrümmert währenddessen hinter uns alles und schlägt alles kurz und klein. Wie das halt so ein gewaltiger Uragan macht mit seinem riesigen Kiefer. Oh, was ist das Blaue denn da?
Ich zieh mal den Gillimantel an, dann sieht er mich nicht mehr, dann ist er verwirrt und dann kann ich hier in Ruhe farmen und Loot einsammeln. Aber das scheinen hier nur so Punkte zu sein und keine wirklichen Items, die man hier an der Stelle hier bekommt. Aber ist okay. Ist okay. Okay, wo müssen wir lang? Da unten geht noch irgendwo ein Weg lang. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal nach unten. In diese Höhle da rein. Und schauen mal, was da auf uns wartet. Hier sind irgendwelche Flugsaurier oder zumindest Flugsaurier-ähnliche Monster. Ich habe übrigens, wie ihr sehen könnt, immer noch meine total veraltete, schwache High-Rank-Rüstung bei mir, die ich einfach so lange weiter mit mir mitziehen werde, bis sie irgendwie noch hält. So. Einfach, die ist nicht gut, die ist nicht stark, die hilft mir nicht sonderlich. Aber ich versuche die noch so weit wirklich hier mitzuziehen im Game, wie ich quasi wirklich quasi bei den Endgame-Rüstungen angekommen bin. Und damit ich da sinnvoll mein Loot in Rüstungen investiere, die ich dann auch wirklich längerfristig behalten werde. Und deshalb versuche ich die mitzunehmen. Also das Monster ist neu, das kenne ich noch nicht. Aber es speit direkt Feuerlava-Klumpen irgendwie auf uns. Keine Ahnung, was es genau jetzt soll. Er hat anscheinend Kristalle oder Steine oder dergleichen da gerade gefressen. Er sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie der Großjagras oder wie der hieß. Am Anfang des Spiels. Nur halt eine abwandelte Version davon. Nur halt quasi so die Stein, Kristall, ewige Strom, Lava, irgendwas Version. Oder oh Gott, da kommt auch noch der Uragan und sagt Hallo. Okay. Haben die eine gegenseitige Kampfanimation? Wahrscheinlich haben die das nicht. Würde mich ein bisschen wundern, weil die sehen irgendwie nicht so aus, als würden die normalerweise gegen kämpfen. Aber obwohl, der Uragan schlägt da jetzt schon seinen Kiefer herunter. Aber wir nehmen ja natürlich erstmal die Spuren mit, die wir alle mitnehmen und brauchen. Oha, da hat der direkt einen Lavaklumpen auf den Uragan gefeuert. Vielleicht betteln die sich da doch jetzt noch hinter uns, während wir uns mit dem Gillimantel versteckt haben, nicht sichtbar sind und einfach ein bisschen neben denen chillen können. Ich weiß ja nicht, vielleicht. Aber nee, auf jeden Fall eine Kampfanimation scheinen die nicht zu haben. Die kloppen sich einfach ein bisschen mit ihren Angriffen. Aber wirklich längerfristig ist das anscheinend keine Sache zwischen den beiden. Da würde ich mal sagen, gehen wir immer weiter tiefer hier in diese Höhle hinab, in den Lavaschlund. Es scheint hier immer heißer zu werden. Oh, aber okay. Mann, diese Hitze ist nicht auszuhalten. Setze ein Kaltgetränk ein, um die Hitze abzuwehren. Ich habe leider kein Kaltgetränk, deshalb müssen wir das jetzt erstmal irgendwie aushalten und zur Not muss ich mich dann dagegen heilen. Oh, wow, das sieht richtig geil aus. Ich weiß gerade nicht, ob das auf dem YouTube-Video so gut rüberkommt, aber hier auf dem Fernseher sieht diese glühende rote Lava, das sieht richtig geil aus, wie das glüht, wie das funkelt. Man spürt förmlich die Wärme. Das sieht hier alle. Monster Hunter World, man muss es nochmal wirklich betont sagen, ist halt einfach ein wunderschönes Spiel. Wirklich, es ist einfach wunderschön. Guckt euch diese Lava an, wie sie flimmert, wie sie glüht. Also das ist wirklich hier der Boden, so die einzelnen Spalte und Risse mit Lava. Hier mit diesem Lavanetz. Es sieht halt echt einfach wunderschön und super aus. Und dann noch der Kontrast mit dem dunkleren Gestein, da kommt das natürlich noch besser zur Geltung hier mit der gehärteten Lava und hier die Rauchschwaden, die da hochkommen. Das sieht halt einfach wirklich fantastisch aus. Es hat ein bisschen was von Mustafa aus Star Wars Episode 3, so ein bisschen Mustafa-Feeling hier. Aber wie so ein Lava-Planet. Warum war denn der Gigante hier? Das weiß ich auch nicht. Das werden wir herausfinden müssen.
Das ist vollkommen richtig. Wir werden herausfinden müssen, warum der Nergigante hier war. Was hat der Nergigante vor? Was sucht er? Warum ist er mit dem Sora Magdaros gereist? Und guckt euch das an, wie das hier glüht. Dieser Blick darunter, die Lava, die darunter läuft. Das Funkeln. Das Flimmer, das sieht halt einfach echt fantastisch aus. Lavasiot, das ist ein Monster, was man auch schon aus den vorherigen Monsterdateien kennt. Okay, wir haben die Expedition abgeschlossen. Wir haben hier alle Monster gefunden. Okay, was sind das denn für Teile? Die sehen ja auch interessant aus. Scheinen wieder so stierähnliche Monster zu sein, wie es ja oft in Monster Hunter Teilen gibt, beziehungsweise das heißt stierähnlich, also so Stier, Bock mäßige. Da gab es ja in den ersten Monster Teilen sowas wie die Bulfangos, später die wie hießen die, Renoplos oder so. Es gab quasi in jedem Teil gibt es diese Steinbockmonster, sage ich mal. Gibt es, glaube ich, wirklich in jedem Monster-Datei zumindest derartige Monster. Und gibt es nicht auch diesen Monster-Datei noch welche von denen? In dem. Okay, haben wir nochmal Knochen, aber das ist kein. Das sind keine Nergigantenspuren, egal. In dem Anfangsgebiet, in dem Dschungelgebiet, gibt es auch ähnliche Monster, die einfach so nach vorne laufen und einen angreifen und wenn sie einen dann erwischen, erstmal umschmeißen. Aber wir looten jetzt erstmal die hier. Und dann können wir, dann haben wir die Mission hier abgeschlossen. Dann können wir eigentlich, oh ja, da kommt hinten der Uragan. Aber ich würde sagen, lauf hier schnell direkt ins nächste Gebiet, bevor er uns noch sieht und verfolgt. Aber wir können ja jetzt eigentlich dann schon die Map verlassen und die Quest abschließen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Zurück zur Basis. Let's go. Hier seht ihr echt meine Rüstung. Die ist halt echt noch sehr, sehr veraltet. Die ist echt noch so ein Krimskrams aus High Rank und so. Hör mir zu. Ah, du bist zurück. Ich muss dir dringend etwas sagen. Ich habe ein paar beunruhigende Berichte vom Feld, die mir halten, dass allen Regionen gesichtet wurden. Diese Berichte kann man seit einer Heimat der Älteren untersuchen hat. Deshalb glaube ich, dass es damit zu tun hat, was der Gigante im Schilde führt. Ich möchte, dass du weiter nach einer Verbindung suchst. Ich werde auch versuchen, mehr Informationen über die Drachenältesten zu halten, damit wir richtig weiter forschen können. Wir müssen die Karte des Nergigante noch genauer untersuchen. Wir haben noch nicht genug Daten. Ja genau, das werden wir machen, aber erst in der kommenden Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Monster Hunter World. Nächste Folge wird es dann weiter gegen die Nergigante vorangehen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Euer Andi, bis zur nächsten Folge. Ciao.